Hallo und herzlich willkommen. Bei meinem Video. Heute ist der 17.06.2020. Das ist schon mein zweites Video heute. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das nachholen muss. Und habe mir gerade einige Videos zu verschiedenen Themen angeguckt, wie Wohlbefinden und glücklich sein und im Moment leben und so weiter. Und habe mir gedacht, ich nehme jetzt dazu Stellung. Unter anderem zu dem Video von Xlater. Das letzte. Ich glaube, was sie hochgeladen hat, der Real Talk. Und noch ein paar andere Videos, aber verlinken werde ich davon nichts, weil das private Sachen sind und damit weniger zu tun haben oder schon zu tun haben. Aber mich an was erinnern und auch triggern und ja, es geht darum, dass ja vor einigen Tagen die Ordinationsgehilfin von meiner Hausärztin verstorben ist und mich das in eine ziemliche Krise geschmissen hat. Nicht, weil ich der Person so nahe gestanden habe, sondern weil es für mich so unfassbar schwierig ist zu verstehen, dass aufgrund von Corona eine Operation so lange verschoben wird, bis der Patient daran stirbt. Und das hätte nicht sein müssen und ich kenne natürlich die näheren Hintergründe nicht, aber ich finde es halt schlimm, wenn es so ist, wie ich es wahrgenommen habe. Und ich muss schon sagen, es ist für mich auch nicht immer einfach, euch positive Ratschläge zu geben, wenn es mir gerade nicht gut geht oder euch aufzubauen, wenn ich gerade Suizidgedanken habe oder auch mit verschiedenen Bekannten zu reden, wenn ich gerade mit den Gedanken wo ganz anders bin. Und deswegen habe ich mir heute diese Auszeit genommen, weil ich mir eigentlich über einiges klar werden musste und ich hab's nur halb geschafft, aber halb ist besser als gar nichts oder gar nicht. Und mir wird einfach immer klarer, dass ich dankbar bin für das, was ich habe, meine Familie, ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen am Tisch und dass ich mir hin und wieder Luxus leisten kann. Auch wenn es nur ab und zu was ist, aber im Endeffekt ist fast alles, was ich mir kaufe, Luxus, weil man es nicht braucht und es nicht lebensnotwendig ist. Aber das ist halt nochmal was, was ich etwas anders sehe, weil ich eine begrenzte Ressourcen habe und davon auch ab diesen Monat etwas zur Seite lege und mir dann den Rest als Luxus gönnen darf, meiner Meinung nach.
weil ich überlege, wie gut, für was ich mein Geld ausgebe und ich weiß, dass da viele unnötige Sachen dabei waren, aber im Endeffekt bin ich ganz glücklich, dass ich sie habe und habe sie mir im Endeffekt auch irgendwie zusammengespart und muss mich dafür nicht rechtfertigen, wenn ihr wisst, was ich meine. Diesen Luxus, dass ich halt jetzt 200 Euro zur Seite lege und 200 Euro oder 250 Euro ausgebe, habe ich ihn nur noch 3 Jahre lang. Oder 2,5 Jahre. Und dann ist mein Bezug weg. Und ich werde von meinem Vater nicht dieselbe Summe bekommen, wie ich jetzt kriege oder wie ich jetzt vom Amt kriege, weil das viel zu viel wäre für eine Person vom Gehalt oder von der Pension. Und deswegen kann ich nur jetzt auf verschiedene Dinge sparen und mir verschiedene Dinge leisten, die nur jetzt möglich sind. Oder die nächsten 1,5, 2 Jahre möglich sind. Und dann nicht mehr. Das hat aber private Gründe. Aber ich habe durch die Depression und durch viele verschiedene Faktoren wie den Verlust dieser Person und oder dieser netten Frau jetzt wieder mal gemerkt, wie wichtig es ist, Kleinigkeiten zu schätzen und seinen Träumen zu folgen und sich darin nichts bremsen zu lassen und möglichst positiv ans Leben ranzugehen. Auch wenn man depressiv ist und es fällt mir nicht immer leicht, euch positive Sachen mitzugeben, wenn es mir gerade selbst schlecht geht. Und ich wäre nicht ehrlich, wenn ich nicht sagen würde, dass es mir zurzeit nicht besonders gut geht. Aber ich kann auch jetzt sehen, dass diese Zeit wieder vorbeigeht und es mir dann wieder besser geht und ich dann wieder positiver in die Zukunft blicken kann. Ich meine, ich halte nicht viel davon, sich Jahrespläne zu machen oder große Pläne für die Zukunft, weil mein Leben sehr von Krankheit bestimmt ist und immer wieder sehr auf der Kippe steht. Aber ich denke, gewisse Ziele von uns hat jeder und die sollten wir auch verfolgen und uns nicht davon aufhalten lassen, dass was anderes sagen, weil wenn man mal die falsche Richtung eingeschlagen hat, kann man, heißt es nicht, dass alles verloren ist oder so, sondern man kann immer noch die Richtung ändern und solange man nicht kriminell oder sonst was will, ist, glaube ich, für jeden noch genug Hoffnung da. Und ich glaube, so schwer das jetzt momentan für viele ist, dass sie nicht in den Urlaub fahren können oder dass sie verschiedene Unternehmungen nicht machen. So, viel leichter wird es werden,
wenn es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr die Möglichkeit gibt. Ich weiß nicht, ob das Ganze in einem Jahr vorbei ist. Ich wage es zu bezweifeln, aber vielleicht in 1,5 Jahren oder 2 Jahren. Und zum Beispiel habe ich heute mit zu meinen Eltern gesagt, es ist ja nicht, ich meine, es ist finanziell ein Schaden, wenn man 10% von der Reise nicht zurückbekommt, aber es ist ja noch keine Zeit verloren. Sie sind noch nicht 80 und warten auf ihren Tod oder sonst irgendwas und können diese Reise noch in 1 bis 2 Jahre, Jahren machen oder 3 Jahren, je nachdem, wie lange Corona anhält. Und mir ist da einfach auch wichtig zu sagen, so viele Menschen sind jetzt verstorben durch Corona oder durch Folgen von Corona. Und die bekommen ihr Leben nicht wieder. Und die trauern Menschen und die werden vermisst. Und für die ändert sich in den nächsten 1,5 Jahren nichts. Und ich glaube, auch so schwer mir das gefallen ist, 12 Wochen zu Hause zu sitzen und nicht raus zu können. Und wie sehr ich darunter gelitten habe, mich nicht frei bewegen zu können oder nicht raus zu können, ist es trotzdem noch ein kleiner Schaden im Gegensatz zu den Leuten, die jemanden verloren haben. Oder eine Existenz verloren haben oder vor den Ruinen stehen. Und ob jetzt wirtschaftlich oder persönlich, bleibt da egal, weil beides schwer genug wirkt. Und ich glaube, dass man dann das Zuhausebleiben etwas zurück von der Dramatik her etwas zurückschrauben kann, weil es dient ja nur zur eigenen Sicherheit, dass man gesund bleibt und nicht als Strafe oder sonst was, sondern für die eigene Sicherheit und sich für die eigene Sicherheit zu entscheiden oder für die Sicherheit der Familie ist immer noch mal wichtiger. Und hat größere Priorität als jetzt auf ein Festival zu gehen oder Party zu machen oder sonst irgendwas, was halt jetzt seit nicht geht, auch wenn es schwerfällt. Ich meine, ich bin eine gewisse Isolation gewöhnt, weil ich doch sehr viel Zeit zu Hause verbringe. Und für andere Leute ist es noch schwieriger. Aber diese soziale Isolation, die es die letzten 12 Wochen so gegeben hat, war auch für mich schwer. Und so wie damals dieser Arzt gesagt hat, werden alle jemanden kennen, der an Corona gestorben ist oder an den Folgen von Corona. Und bei mir ist das halt jetzt auch so. Und das ist irrsinnig traurig und nicht unbedingt leicht. Aber er hatte recht und ja, ich glaube, es ist wichtig, auf sich selbst und auf den Moment zu achten. Und nicht immer nur positiv zu reden,
sondern auch so zu leben. Oder alles so positiv wie möglich anzugehen, wenn es einem möglich ist. Und auch ich habe Depressionsphasen und schwierige Zeiten und auch momentan. Aber es bleibt immer, die wichtigere Seite ist immer zu sehen, dass es wieder einen Weg raus gibt. Aus der Depression, aus der Verzweiflung und ja, das ist einfach total wichtig. Und für die, die jetzt nicht reisen können, wird sich später ein Zeitpunkt finden. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, sondern zusammenzuhalten. Ob über Telefon oder direkten Kontakt, soweit es wie möglich auf normalen Wege und ja, sich auf das besinnen, was uns Wohlfühlen bringt und was uns Ruhe bringt und Ausgeglichenheit und ich glaube, das ist am wichtigsten, dass wir auf uns selbst achten. Wir sollen unsere Umgebung nicht vergessen, aber ich glaube, es fängt bei jedem selbst an, dass es einem besser geht und nur so kann es der Umgebung besser gehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, gute Nacht. Ciao. Marinus.